So, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge hier im ATS. Ja, die 1,42 ist draußen. Was das bedeutet, habe ich in der letzten Folge gerade so ein bisschen erzählt und es ist auch tatsächlich eingetreten. 1,42 am Start, problemlos, läuft alles wie vorher auch. War ja eher ein Update, was nicht Mods und so weiter größtenteils betrifft, von daher alles gut. Logischerweise, wie gesagt, wir sind zurückgesetzt worden. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil dieser Folge. Ne, ich muss das anders aufrollen. Erzähle ich aber gleich. Wie auch immer, wir stehen in Las Cruces. Es sind ein paar Tage vergangen, spielemäßig seit der letzten Folge. Und ich habe die Zeit genutzt, um neben dem Auflieger auch am LKW ein bisschen was zu machen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass der Auflieger zum Skin geht. Das ist auch passiert. Aber, ne, wir gucken uns erst den Auflieger an. So sieht er aus. Der war vorher komplett orange. Der Kühler ist gemacht. Schwarz, dann dieser Übergang vom Orangen ins Schwarze ist dazu gekommen und dann, ich bin ein bisschen hoch, ne? Können ja noch nicht, also können wir gleich stehen bleiben. Dann ist unten die Toolbox ist schwarz, hinten ist ein Logo draufgekommen, Seite ist ein Logo mit Binfo Transport Schriftzug und hier auf der Seite ebenso. Das ist das, was am Auflieger gemacht wurde. Hier. Das finde ich ganz lustig. Die Transport hier mit der amerikanischen Flaggensignatur. Binford ist klar. Dann habe ich auch gleich noch die Zeit genutzt, um wenn der Lackierfritze schon hier war, habe ich auch gleich am LKW noch was gemacht. Und zwar auch hier die Rückwand. Auch das Logo, allerdings verdeckt durch die Klimaanlage. Die ist allerdings auch wichtig. Deswegen ist es so, wie es jetzt ist. Kann ich mit leben. Oben die Rückfahrscheinwerfer ist ja nicht. Diesen Arbeitsscheinwerfer schwarz. Den Luftfilter schwarz. Oben auch die Leuchten schwarz. Das Grill schwarz. Und die Scheinwerfer hier vorne mit den Blinker einsetzen. Auch schwarz. So schaut er aus, der Hirsch. Gefällt mir ein bisschen besser als... Also gefällt mir, was heißt ein bisschen? Gefällt mir besser als vorher. Sonne steht ein bisschen ungünstig, aber ich mach mal schon Screeny. Hallo? Ah ja. So, dann haben wir eine Ladung. Mal wieder. So, jetzt hatte ich mich kurz ausgeklingt. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Was wollte ich jetzt erzählen? Shit. Egal, wir steigen jetzt ein, wir machen los. Ich erzähle ein bisschen was, wo es hingeht und so weiter. Und was hier passiert ist, erzähle ich gleich im LKW. Wir brauchen keine Arbeitskontrolle mehr machen, weil wir sind schon geladen. Ich bin hier nur noch mal zur Garage hergefahren, weil ich was erledigen wollte. Es geht nach Riverton. Riverton in Wyoming. Zweiter Anlauf für Wyoming. Die altbekannte Strecke, die wir auch letztes Mal gefahren sind. Hier Renton vorbei. Colorado Springs, Denver. Da wollten wir letztes Mal hin. Waren wir nicht. Wir waren ja hier irgendwo. Warte mal, war das hier? Irgendwo hier an der Raststätte waren wir gewesen. Und nach Denver, ich glaube hier, genau, an der Waage. Genau, hinter Renton. Da waren wir auf dem Rastplatz. Und da hat auch die eigentlich jetzt folgende Folge? Eigentlich die, die jetzt kommen sollte, die Folge
hat da auch tatsächlich angefangen, aber dazu gleich mehr. Ja, Denver, Cheyenne, so wie beim letzten Mal geplant. Dann geht es hier Casper und dann sind wir in Riverton. Gut, 1000 Meilen, 17 Stunden. Schauen wir nicht ganz in eine Fahrzeit. Machen wir einmal Pause. Wir haben 53 Stunden Zeit für den Auftrag oder so. Ich musste nehmen, was da ist, um nach Wyoming zu kommen. Deswegen fahren wir in einem kühler Reifen. Das heißt, wenn ich dann irgendwann, je nachdem, wie es aussieht, also komplett verpackt, also das ist nicht das Problem. Wegen Sauberkeit, wenn man dann mal irgendwie wieder Lebensmittel fahren will, gekühlt, dann muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, so schaut's aus. Habe ich was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, Aufnahme, das sieht gut aus. Dann schmeißen wir den Onkel mal an hier. Please proceed to the highlighted route. Map haben wir uns angeguckt. Das haben wir an. Jo, dann würde ich sagen, let's go. Auf ein neues. Wir haben 18, nee, 18,2 Tonnen, 40.000 und ein paar zerdrückte Pfund. Ich habe meine Kopfhörer verkehrt um auf. Irgendwas schlimm. Ich höre Geräusche, ganz komische. Oh, ich will euch nicht verrückt machen. Ich habe komische Geräusche gehört. Es ist soweit. So, dat, 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 dat. Jetzt kommt wieder die mega super dubi Ausfahrt. Die uns beim letzten Mal auch schon so viel Spaß bereitet hat. Turn right. Ja, Mäuschen, das weiß ich, dass wir right turnen sollen. Ach, hier kommen. Oh, selbst da geht's noch über die Bordsteinkante. So, dann turnen wir mal left. Wir sind eingeordnet. Ja, noch eine Sonderfahrt hatte ich jetzt nicht. Das war ja letztendlich nur als Aushilfe gedacht. Und es lag jetzt nichts irgendwie mit Schwertransport oder sowas wieder an. Also habe ich, wie gesagt, die Tage von Mittwoch an genutzt. Heute ist Montag, wohlgemerkt. Jetzt hier gerade passiert. Ich muss mal, glaube ich, ganz kurz. Ach, jetzt ist grün. Schitte. Test. Ja, Mikro läuft noch. Irgendwas hat hier aber gerade untypisch gepiept in meinem Ohr, was ich nicht kannte. Was darauf hindeutet, dass irgendwas gleich alle geht. Was das Mikro sein könnte. So, wenn du mal rot brauchst, ne, dann kommt nichts. Continue straight.
Doch, jetzt. Die Chance nutzen wir mal. Ich nehme euch mal weg und dann sind wir gleich wieder da. Also, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, was hier piept im Ohr. Das Mikro, was hier ungefähr ist, ist es nicht. Das ist voll. Das hatte mich auch gewundert, weil ich wusste, dass es voll ist. Schauen wir mal. Aufnahme läuft. Ton müsstet ihr haben. Oh ja, warum? Warum nicht mal was Neues? Lief ja auch gut jetzt. Schauen wir mal. Schon wieder. So, Leute. Ich bin zurück. Für euch gab es nur einen kleinen Zehensprung. Ja, das Piepen in meinen Kopfhörern hat sich aufgeklärt. Das hat zur Folge, dieses Piepen hat zur Folge, hatte zur Folge, dass ich jetzt ungefähr 2 Stunden später die Folge fortsetze. Ja, dann nützen dir nichts 2 Mikrofone und was weiß ich für ein Krimskram. Ja, nützen dir keine Mikrofone, wenn du natürlich ein leeres Headset hast. Und wenn du kein volles Headset hast, hast du kein volles Headset. Dann kannst du auch nicht hören. Ja, das Headset hat jetzt... Boah, ich habe vergangene Woche, heute ist Sonntag, ich habe die ganze Woche nichts gemacht gehabt. Es lag also auf der Ladestation, offensichtlich nicht richtig oder whatever. Jedenfalls meinte das Headset, ey, Kalle, pass auf, ich bin gleich alle. Und dann ist hier Essig. Also habe ich erstmal ein paar andere Sachen gemacht, habe die Folge jetzt unterbrochen. Bei euch geht es halt normal weiter. Ist eigentlich, ne, das Bild müsste eigentlich alles das gleiche sein. Die Sonne ist ein bisschen gewandert mittlerweile. Es ist ja auch kein Hochsommer mehr. Ja, jetzt war ich so vorne im Erzählmodus. Jetzt muss ich mich erstmal wieder bisschen sortieren. Das ist jetzt, achso, wir müssen hier rüber. Alles klar. Habe ich verstanden? Na, komm, Kalle. Ja, wenn man so raus ist aus dem Erzählmodus, ich denke mal, die anderen YouTuber kennen das auch, dann ist mal wieder so reinzukommen. Ich will nicht sagen, ist schwierig, aber ist halt anders, ne? Aber ich habe so einen Bock, heute ATS zu machen. Wenn wir nicht gerade jetzt hier stehen bleiben. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt Lust gehabt hätte, dann wäre jetzt die Folge auch rum gewesen, dann hätte ich aufgehört. Aber mich hat es heute gepackt, zum einen durch den modifizierten Skin. Zum anderen ganz besondere Grüße an einen treuen Zuschauer, wie bei vielen anderen auch. Und zwar ganz besondere Grüße an den Mike Schenk. Mike. Ja, wie soll ich sagen? Sagen wir mal, die Folge ist jetzt, kommt raus für dich als, ja,
Spezialfolge ist verkehrt, weil es geht weiter. Aber letztendlich, dein letzter Kommentar im ATS-Video, den fand ich halt cool, weil du geschrieben hast, dich reizt der ATS mehr als den ETS. Das ist ja eher selten in unseren Gefilden. Und ich hatte es ja letzte Folge erzählt, dass ich, als ich mit YouTube angefangen habe, war ich ja eher im ATS, lange, lange im ATS unterwegs, bis ich dann in den ETS gewechselt bin, um eben so ein bisschen nicht mit der Welle mitzuschwimmen. Natürlich, der ETS kommt auch irgendwann, das lässt sich gar nicht vermeiden, aber dass jemand den ATS, so wie du das geschrieben hast, Mike, eher mag als den ETS, das ist schon selten. Ich find's gut. Bleib dir treu. Für alle anderen, der Mike, der schreibt in der. Schreibt Stories in der. Virtual Trucker Story Facebook Gruppe, die von Michi Amon geleitet wird. Beziehungsweise, das ist seine. Ja, Gruppe, kann man eigentlich sagen. Da sind zwar Hermi, meiner einer, ich weiß gar nicht, ob Bolle auch, wir sind zwar da Moderatoren, aber das meiste managt Michi alles. Grüße gehen raus, Michi. Ja, also in diesem Sinne, Mike, sei herzlich gegrüßt. Danke fürs Kommentieren, wie übrigens alle anderen auch, die regelmäßig kommentieren. So einer, der auch regelmäßig kommentiert, ist zum Beispiel der Joel JB. Auch an dich, ganz spezielle Grüße. Oh, ich muss mich hier gerade mal ein bisschen organisieren. Du hast ja die Grüße letztendlich so ein bisschen herausgefordert. Ja, sei gegrüßt an dieser Stelle. Junge, Junge, Junge. Das hätte es ja jetzt. Das wäre es jetzt gewesen. Große Mahlzeit. Ja, wie gesagt, Joel, auch an dich viele Grüße. Wir machen also nahtlos weiter, wo ich letztes Mal im ETS die Leute so gegrüßt habe. Ja, und wie gesagt, auch alle anderen, die fleißig kommentieren. Alle Abonnenten, wie immer. Alle, die ein Däumchen da lassen. Ich übernehme mal den Spruch vom Freddy von Diesel TV. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, sagt er ja immer am Ende. Von daher, ja, kann ich auch nur so sagen, ein Däumchen ist ein Träumchen. Weil das hilft so ein bisschen, um so ein Feeling zu bekommen, so ein Feedback. Wo steht man ungefähr? Natürlich macht man das in erster Linie für sich selbst, aber wenn man das ausschließlich für sich selbst machen würde, dann bräuchte ich das nicht auf YouTube machen. Also es geht ja auch so ein bisschen darum, euch als Zuschauer zu unterhalten, so gut es uns Laienfahrer und Laienschauspieler gelingt. Ja, in diesem Sinne, Grüße an die Community. So, also wenn ich jetzt hier noch mehr grüße, dann sitze ich, glaube ich, hier irgendwann in so einer Kiste drin. Ja, und dann gibt es noch den Kommentator André. Der hat in der letzten ATS-Folge kommentiert und gefragt, was das für ein Sound ist hier. Das ist der N14 von Simod, den es im Steam-Workshop umsonst gibt, tatsächlich. Er bietet ja auch P-Mods an. Gute P-Mods auch, aber ich habe mich irgendwie auf den so ein bisschen eingeschossen, muss ich sagen. Ja, was sagt das Zeiteisen eigentlich? Oh, das ist ja. Achso, nee. Oh Gott. Um Gottes Willen. Einzel. So, einen halben haben wir noch. Ja. So, jetzt habe ich die Grüßorgie gemacht. Also die YouTube-Kollegen natürlich obligatorisch gegrüßt, aber. Da ist nicht viel mit ATS. Raimi hat auch stark angefangen und
ist auch gerade Stillruhe der See, aber ich könnte mir vorstellen, da kommt die Woche was. Ansonsten haben die Kollegen reichlich fleißig ETS-Folgen rausgehauen, Bolle, Amy, Ameda, alle wie sie heißen, vergangene Woche, guckt in die Kanäle rein, sind alle verlinkt. Danny ist aus dem Urlaub mittlerweile zurück. Danny hat einen super, super coolen Mod gemacht. Schaut in die Folge von Bollemann rein, in die letzte ETS-Folge, die ist von gestern. Alter. Mann, dann gib auch hier. Achso, ich hab die Hörner ist noch gar nicht belegt auf dem Schalter. Ja, weil ich habe die Config aus dem ETS, also hier diese ganze Schalter-Config, noch nicht rüber kopiert hier auf den ATS, beziehungsweise die neueste, muss ich sagen, die neueste Version. Jetzt komme ich, es gibt es doch gar nicht. Hier, Mr. Hanjin, jetzt haut er ab oder was, das gibt es ja gar nicht. So, hau de hü. Was? Wie, was? Watch 65. Und der Arsch fährt auch schneller hier. So, wir haben noch einen ganzen oder zwei halbe Gänge. Oh, Mäuschen. Ich weiß. Wahrscheinlich, wenn ich ihn überholt habe, dann erwischt es mich auch. Ich sehe es schon. Aber diese Eierpfeile hier. Kennen wir es, das sehe ich doch schon wieder. Caution, please watch your speed. Ja, muss ich nichts zu sagen, ne? Oder ist es ein Camper? Oh, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle jetzt. Doch, 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 doch. So, jetzt sind wir schon 12 Minuten unterwegs nach der letzten Unterbrechung. Und ich habe immer noch nicht erzählt, was ich eigentlich am Anfang schon so angeteasert habe. Also zurückgesetzt worden wären wir sowieso. Zurückgesetzt worden wären wir sowieso. Ja, doch, passt. Weil ja die 1.42 gekommen ist, also das wäre ohnehin passiert, aber. Ich hatte ja gesagt, am Ende der, wo wir da an der Tankstelle standen, letzte Folge, auch Mensch, ich hab noch Bock, ich hänge die nächste gleich ran, die nächste Folge. Weil ich mir das schon geahnt habe, dass die 1.42 in den Startlöchern steht. Die gibt es ja nun schon eine ganze Zeit im Beta-Status. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie dann jetzt irgendwann kommt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch angefangen. Wenn ihr euch kurz erinnert, wir haben ja getankt. Und ich bin an die Tanke rangefahren. Ich habe mich da ja noch verfahren in der Säule. Und dann war ja vorher auf dem Highway ausgeschildert, Wiegestation. Hat er auch gemacht, der Kollege Bin vor Ort. Hab also getankt. Quasi die Folge laufen lassen, getankt. An die Waage gefahren. Und dann wollte ich bisschen Luft für meinen Sitz pumpen. Und dazu musste ich den Kompressor anmachen. So, und dafür habe ich, da muss ich echt aufpassen, dass mir das nicht wieder passiert. Dafür habe ich hier so eine kleine Fernbedienung. Da
Das sind schaltbare Steckdosen. Also, keep it simple, alles easy, gut. Damit schalte ich den Kompressor aus der Ferne an und aus, weil das System selber hier ist nicht hundertprozentig dicht. Das hängt teilweise mit den Anschlüssen zusammen. Es lässt halt Luft. Das ist doch völlig in Ordnung. Macht ja ein echtes System auch. Beziehungsweise, wenn du jetzt hier den Sitz und das Lenkrad verstellst, geht ja auch Luft verloren. Und was ist das hier? Das sieht ja cool aus. Geht ja auch Luft verloren, völlig klar. Und wie in einem normalen LKW auch, muss dann auch hier der Kompressor überlaufen. Nur mache ich das nicht während der Aufnahme, weil das ist dann echt laut. Erstmal erschrecke ich mich dann immer, wenn das Ding anspringt. Und zweitens wäre es für euch. Ja, das wäre nicht schön. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann auf dieser Fernbedienung hier, wie gesagt, ganz oben die 1 hier, das ist der Kompressor. 2 sind meine Bildschirme. Und das USB-Hub im Cockpit. Und 3, nee, stimmt gar nicht. 2 ist der Rechner. 2 ist der Rechner, um Gottes Willen. Den ich stromlos machen kann bei Bedarf, was ich aber selten mache. Und 3 hier unten, hier 3, das sind die Bildschirme und die das ganze Cockpit-Geraffel innen, sag ich mal. Ja, und dann wollte ich, stand ich auf der Rampe und denke so, ach Mensch, jetzt fährst du an der Seite und unterbrichst die Aufnahme und ja, fängst halt an, schnell Luft zu pumpen, nimm die Fernbedienung und drück aus Versehen auf die, oder komm da irgendwie gegen, auf die 2. Wer jetzt gerade eben aufgepasst hat, die 2 ist der Rechner. Ja, somit hatte ich dann den Hauptgewinn der Folge gezogen, nämlich alles war dunkel. Und schwuppdiwupp habe ich so nach 2 Sekunden registriert. Scheiße. Rechner runtergefahren. Naja, nicht so schlimm. Fährst die Kiste halt wieder hoch. Alles gut. Hochgefahren. War alles wieder da. So nach, keine Ahnung, bis eine Minute rum fährt er meistens so hoch. Manchmal auch weniger. Und warum auch immer, gucke ich in den Mod-Ordner von ATS rein. Keine Ahnung warum. Sehe da einen Tag drin, der ist aus von, weiß ich, 1.37er Version oder sowas. Oder 1.38. Auf jeden Fall noch nicht mit dem neuen Lichtsystem. Hat mir gesagt, was ist mit dem scheiß Mod? Brauchst du eh nicht, weil den updatest du nicht auf das neue Lichtsystem. Und löscht den Mod. Alles gut, starte das Spiel. Oh. Werde ermahnt, dass mir ein Mod in meinem Profil fehlt. Der, ich glaube, es war ein Peterbilt sowieso, XYZ, fehlt. Genau dieser Mod, den ich ausgeschmissen habe. Naja, alles gut. Lad mal das Profil, denke ich so. Das Spiel lädt auch das Profil. Und während des Ladevorgangs, denke ich so, warte mal. LKWs rein und raus bedeutet eigentlich immer rücksetzen auf Homebase. Just im selben Moment kommt mein Ladebildschirm oder mein Screen. Bla, bli, blub. Ihr kennt es, was da steht. Ich krieg's jetzt nicht zusammen. Sinngemäß hier, Kalle, du hast was verändert. Ohne Strafzahlung. Und zack, war die Ladung inne. Gut, ich war aber immer noch gut drauf. Denkt so, naja, gut, dann machst du halt storytechnisch den Sprung nach Denver. Wird den auch gemacht und hab dann in Denver da dann die Folge wieder gestartet. Ich war immer noch gut drauf. Ich hatte echt Bock zu fahren. So wie heute auch mit dieser ganzen Headset-Geschichte. Jo. Fahr von Denver los Richtung Cheyenne. Da sollte ja der Lowboy hingehen. Verfahre mich in Denver natürlich, weil ich Margrethe mir überlegt, was erzählt hatte, wo
obwohl sie recht hatte, aber ich meinte, sie hat Unrecht. Musste also erstmal noch eine Runde durch Denver drehen. Da hat mir schon wieder, da hat mir dann schon echt die Bluse gedampft wieder. Naja, und dann denke ich, ach, Feuer frei, jetzt geht's ab nach Cheyenne. Irgendwann war ich dann aus Denver raus, fahre nach Cheyenne, Richtung Cheyenne. Ich glaube, was kommt da nach Fort Collins oder so, kommt da noch davor. Müsste jetzt näher auch dann irgendwann so sein, wir sind ja auf dem Weg dahin. Und beim Bundesstaatenübertritt von Colorado nach Wyoming, tschüss Menü, Spiel abgestürzt. Ah, da war der Puls dann schon ein bisschen stärker. Also es war mir relativ klar, dass irgendein Mod das sein musste, weil es so bezeichnet war, Grenzübertritt von einem Bundesstaat zum anderen. Guck so meine Modliste durch. Nee. Sieht erstmal alles gut aus. Boah. Nochmal da, schnell mit der Flycam hingeflogen, angesetzt, wieder rausgeflogen. In die Lok geguckt. Company, 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 hä? Da ist ja gar kein Company-Mod drin. Cleanes Profil extra noch gemacht. Da hingeflogen. Alter, was ist hier los? Was, Freunde? Da hingeflogen. Und, ja, wie gesagt, cleanes Profil gemacht. Dahin geflogen. Und siehe da, alles gut. Läuft. Grenzübertritt. Anstandslos. Naja. Wieder den Mod-Ordner nochmal etwas genauer durchforstet. Und dann war es leider der Mod, der dafür sorgt, dass so viele LKWs auf den Rasthöfen stehen. Das ist eigentlich der einzige Environment-Mod, so würde ich es mal nennen, den ich so mit drin habe, wo eben Standmodelle, Fahrzeuge, betroffen sind. Naja, das Ding raus, nochmal kurz gestartet. Läuft natürlich. Greta. Aber dann kann sich wahrscheinlich jeder denken, da hatte ich dann die Faxen dicke und die Nase voll und die Folge wäre dann auch, ich glaube, ich hatte auch gar keine Zeit mehr, aber selbst wenn, hat keinen Sinn, dann eine Folge anzufangen, wenn du schon so angefressen bist. Das macht nichts. Das macht nichts? Das macht man nicht. So. Naja, das also zur Story zum Teil 1, wie ich zurückgesetzt wurde. Teil 2, wenn wir jetzt nach Cheyenne gefahren wären. Ich hätte mich ja jetzt auch wieder nach Cheyenne biegen lassen können, aber habe das dann storytechnisch halt so verbunden, dass ich ein paar Tage in Las Cruces Pause gemacht habe und die Karre ein bisschen auf Vordermann gebracht habe. Ist ja auch nicht schlecht. Ne? So, da kommt eine Waage. Ja, Freunde. So. Neuer Anlauf, würde ich sagen. Tanken halb voll. Könnte man auch mal wieder... Alter. Ach, hier ist eh Umleitung. Haha. Also müssen wir eh raus. Recalculating route. So. Täglich grüßt das Murmeltier. Vor euch ja nicht. Ihr habt ja... Doch, klar. Ne? Ach, ich bin schon... Das war ja auch bis hierhin, war es ja auch in der ersten Folge so. Alter. Ich hole auch aus, als wenn ich hier einen Boss habe. Ja, ist gut. Das kennen wir schon hier.
Mäuschen. Ich mache hier gar nichts. Ich mache hier den Melder raus und dann tanke ich. Also anhand dessen, dass der halbe Tank leer ist, habt ihr gesehen, dass ich dann, oder das ist eigentlich das Zeichen, dass ich dann tatsächlich noch weitergefahren bin. Weil theoretisch hätte der ja noch voll sein müssen. So, Freunde. Hier haben wir dann schon mal die Folge unterbrochen. Wo liegen wir denn zeitlich? Mal machen wir die Pause hier rein. Das machen wir mal weg hier. 24. Nee, ich gehe jetzt erstmal tanken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, ich komme aus dem Shop. Ich war noch ganz kurz, habe mir einen Kaffee gezogen. Alter, es sieht aber auch so in der Abendsonne, sieht aber auch ein bisschen fesch aus, oder? Leute, sagt doch mal ehrlich. Das ist doch... Ach, da steht dahinter so ein Scheiß. Oh, die Synchro passt nicht. Ein Scheiß. Kipper, hätte ich fast gesagt. Egal. Screeny ist noch drin. Ja, ich habe mich entschieden. Es ist jetzt auch fast... Warte mal, 18 Uhr oder was ist gleich? Ja. Ich werde hier vorne hinfahren und dann mache ich hier Schicht und dann geht die nächste Folge wieder über die Waage. Vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal, dass ihr dabei seid und seht, wie ich über die Waage fahre. Wie wir dann endlich mal in Wyoming reinfahren. Tja, ich würde sagen, dann drücken wir mal alle die Daumen. Nee, eigentlich sollte das jetzt passen beim nächsten Mal. Wenn ich mich nicht wieder so dödelig anstelle, da irgendwas rausschmeiße, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ja, ich denke, wir... Ach nee, ich habe gerade neue. Ist auch wurscht. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Wir machen hier den Break, wie gesagt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Mal gucken... Kommende Woche, letzte Oktoberwoche, ob im ETS die ProMods 257 oder gehen sie schon auf die 260, weiß ich jetzt gar nicht, kommt. Logischerweise kommt jetzt kein ETS, ich patche nicht zurück auf 141, aber mit der 142 ist die ProMods aktuell natürlich hinfällig. Die Leute, die aktiv da spielen, die wissen das. Deshalb wird diese Woche, warten wir mal ab, ob die ProMods in der kommenden Woche noch geupdatet wird. Ansonsten, hier ist auch reichlich was zu tun. So ist es nicht. Dann geht es halt hier weiter. Ihr werdet es sehen. Ich weiß es noch nicht. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen, wie immer. Haltet euch wuchtig. Gute Woche. Wann auch immer diese Folge draußen ist. Was dann für Tag ist. Vermutlich Donnerstag, schätze ich mal. Lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Chris.